McLaren hatte einen besseren Saisonverlauf als die Saison davor. Mit Platz 7 konnte man sich um 2 Plätze verbessern. Leider wurde nur ein Wagen fertig zu den Testfahrten. Dafür war aber genau dieser Wagen ziemlich schnell unterwegs. Abdi's 125 wurde von Haas geholt und man setzt viel auf ihn. Man hofft, er kann wieder vorne mit angreifen. McLaren hofft, schnell einen passenden Fahrer zu finden, der das zweite Cockpit einnehmen kann. Mal schauen, ob sie jemanden finden. Bei McLaren sind die Ziele natürlich noch unklar. Aber man will erstmal einen zweiten Fahrer finden, bevor man die Ziele richtig ankündigen kann. Für Toro Rosso war eine sehr starke Saison, womit sie nicht gerechnet haben. Man konnte beide Titel relativ früh in der Saison sichern. Bei den Testfahrten schien es wieder so, als ob Toro Rosso die stärkste Kraft ist. Man fuhr außerdem noch die meisten Runden aller Teams. Mit Galli F1 kommt einer, der den Wagen sich nicht entgehen lassen möchte. Mal schauen, ob er mit ihm gut zurechtkommen wird. Mit Ex-Meister der dritten Liga Adi 189 konnte sich das Team einen Superfahrer unter Vertrag holen. Das Team hat sich als Ziel gesetzt, beide Titel sollen verteidigt werden. Mal schauen, ob das im Laufe der Saison eintreffen wird. Alfa Romeo Racing war leider nicht konkurrenzfähig wie damals letzte Saison. Mit Platz 8 ist man trotzdem zufrieden. Man hat eine gute Geschwindigkeit auf kurzer Distanz, aber es gab Probleme, wenn der Wagen vollgetankt ist und dann die Zeit nicht mehr mitgehen konnte. Base 25 bleibt dem Team treu und möchte es zu alter Stärke führen. Mugiwara wurde ins Team geholt, um das Team weiter aufzustellen, um es dadurch zu verbessern. Das Ziel von Alfa Romeo ist es, dauerhaft in die Punkte zu kommen, um so weiter nach oben zu kommen in der Rangliste. Mercedes konnte den letzten Platz abgeben. Dadurch konnte man sich in der Wertung deutlich verbessern, und zwar auf Platz 6. Das ist der Schritt in die richtige Richtung für das Team. In den Testfahrten war man sehr konkurrenzfähig und die kleinen Probleme, die man während des Tests hatte, wurden schnell behoben. DLL Charlie möchte dem Team helfen, zurück an die Spitze der Teamwertung zu gelangen. Markus bringt viel Erfahrung mit, das dem Team vielleicht in letzter Zeit gefehlt hatte. Ziel ist es des Teams, wieder unter die Top 3 zu kommen und dann vielleicht in den nächsten Jahren um den Titel zu kämpfen. Für Williams hätte die Saison besser verlaufen können. Mit Platz 3 hat man das gleiche Ergebnis wie das Jahr davor. Man hat eine sehr gute Vorstellung in Testfahrten abgeliefert und man auch fuhr sehr viele Runden, weil es keinerlei Probleme gab in Sachen Zuverlässigkeit. Mit Choco F1 Tobi konnte man sich einen starken Fahrer von Alfa Romeo holen. Dieser soll das Team weiter nach vorne führen. Volti 12 wurde vom Werksteam Mercedes verpflichtet und soll das Team verstärken, um weiter vorne anzugreifen. Das Ziel ist natürlich wieder, um die Top 3 Plätze zu fahren. Ferrari wurde wie im Vorjahr schon wieder geschlagen. Man hat aber wieder Platz 2 in der Fahrerwertung sowie der Teamwertung geschafft. Auf der Geraden war das Auto extrem schnell, aber man verlor in der Kurve so viel Zeit, dass man nur knapp hinten dran war. Xblitz 90 wurde von Red Bull geholt, weil er sich bereit fühlte, Ferrari zu rumzuführen. Wir werden sehen, ob er es schafft. Mampel 2 bleibt dem Team treu und hofft endlich mit dem Ferrari aufs Podest zu kommen. Mal schauen, ob er es die Saison schafft.
Das Ziel von Ferrari ist es, erstmal abzuwarten, wie die Wagen sich so verhalten und hoffen, dass man am Ende auf Platz 3 mindestens kommt. Red Bull konnte den Titel des Vorjahres nicht verteidigen. Man hatte einen extrem harten Kampf mit Haas um Platz 4, den man gewinnen konnte. Man gehörte zu den schnellsten bei den Testfahrten. Man hat auch extrem viele Runden gefahren. Das heißt, dass die Zuverlässigkeitsspitze ist. Mit Evil holt man den aktuellen Liga 3 Meister vom Schwesterteam Toro Rosso, der natürlich versuchen wird, den Titel zu verteidigen. Lukas 21 möchte mit dem Team wieder einen Erfolg des Vorsaison wiederholen. Mal schauen, ob das Team dafür wieder bereit ist. Red Bull will natürlich den Schwung in die Saison mitnehmen und natürlich so viele Punkte und Siege wie möglich holen. Haas hatte einen Kampf mit Red Bull um Platz 4, aber man musste sich leider mit Platz 5 begnügen, weil Red Bull am Ende etwas stärker war als das Team selber. Bei dem Testfahrt war man zeitlich etwas hinter den anderen Teams. Aber die Zuverlässigkeitsprobleme, die man letzte Saison hatte, wurden enorm verbessert. Man hatte keine mehr. Lucky Luca 1506 bekommt die Chance, in dieser Liga zu zeigen, was er kann. Wir werden sehen, wie er sich schlagen wird. Holzhauer ist ein Neuling und möchte mit guten Ergebnissen auf sich aufmerksam machen. Vielleicht kann er irgendwann zu einem Top-Team wechseln. Das Ziel ist es erstmal, dass die Fahrer sich eingewöhnen und dann will man schauen, wo man am Ende stehen wird. Das Renault-Team hatte eine sehr schlechte Saison. Mit Platz 9 ist man weit hinter den Zielen, die man sich eigentlich gesetzt hatte. Die Testfahrten waren für Renault eigentlich zufriedenstellend. Man hatte kleine Probleme mit der Abstimmung, aber wenn man die in den Griff bekommt, sollte man sich sogar noch verbessern können. Don Brumello bleibt dem Renault-Team treu, fährt aber jetzt eine Liga höher. Mal gucken, ob er mit dem Druck zurechtkommen wird. Evaldino wurde von Liga 5 in Liga 3 geholt und will jetzt zeigen, was er drauf hat. Das Ziel von Renault ist es, zu behaupten, dass die letzte Saison ein Ausrutscher war und dadurch wieder sehr weit nach vorn zu kommen. Die letzte Saison lief bei Racing Point gar nichts. Man war weit abgeschlagen auf dem letzten Platz der Tabelle. Die Testfahrten waren positiv. Man sieht, dass man näher dran ist am Feld als noch letzte Saison. Mit einer Superleistung in Liga 5 konnte sich Niklas einen Platz im Racing Point sichern. Pablo hofft, dass es viel besser läuft als noch letzte Saison im McLaren in der Liga 2. Wir werden es bald sehen. Das Ziel von Racing Point ist es, dauerhaft um die Punkte zu kämpfen, um vielleicht den letzten Platz abzugeben.